Hi, ich bin Vera vom Kanal Verblockt und nein, ihr habt euch nicht im Kanal geirrt. Ich bin heute zu Gast bei der Schmale Smart Life und darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu den Nerd News. Auf diesem Kanal findet ihr alles rund um das Thema smarte Consumer Electronics und ich darf heute einen Part der News übernehmen. Und deshalb würde ich sagen, viel Spaß und los geht's. Ihr Lieben, ich habe mich wirklich gegruselt, als ich einen Beitrag über Boston Dynamic gelesen habe auf pcwelt.de. Da ging es darum, wie viele Roboterhunde braucht es, einen LKW abzuschleppen, und es sind 10 Stück. Und die hat Boston Dynamic mal ebenso hintereinander gereiht, 2 Reihen mit jeweils 5 Hunden, und diese Roboter haben dann den LKW autark abgeschleppt. Und es ist richtig gruselig, wie gesagt, zu sehen, wie diese Viecher sich bewegen, und die bewegen sich wie Hunde, benehmen sich wie Hunde von der Bewegung her. Ich finde das wirklich irre. Ich habe hier oben mal eine Abstimmung vorbereitet. Schreibt doch mal, ob ihr das gruselig findet oder ob ihr einfach denkt, yay, Roboter, sowas brauchen wir auf jeden Fall, so wie bei iRobot. Mich würde das auf jeden Fall interessieren. Stimmt mal bitte ab. Seht ihr das Ganze als Chance für die Menschheit oder gruselt ihr euch und habt ihr Angst, dass die Roboter irgendwann die Welt übernehmen? Google hat für die I.O. 2019 Großes angekündigt. Das wird am 7. Mai stattfinden, und man rechnet damit, dass Google wahrscheinlich 2 Pixel auf den Markt bringen wird. 2 Pixel 3a, und zwar einmal eins mit einem 5,6 Zoll großen Display und einmal ein Display, das 3a XL mit 6 Zoll. Und das ist natürlich ein ganz schöner Kavenzmann dann. In den Smartphones wird wahrscheinlich ein Snapdragon 670 bzw. ein 710 laufen. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht erfahren. Die Gerüchteküche brodelt auf jeden Fall und wir sind gespannt auf den 7. Mai. Ich werde auf jeden Fall weiter darüber berichten. Ich habe ja schon viele News über faltbare Telefone gebracht. Erst darüber, dass sie bald kommen sollen, dann darüber, dass sie endlich da sind. Und jetzt ist das Galaxy Fold von Samsung ausgeliefert worden und macht nur Probleme. Und darüber hat meine liebe Kollegin, die Vera von Verblockt, mal was vorbereitet. Also viel Spaß. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Samsung war eins der ersten Unternehmen, die ein faltbares Smartphone vorgestellt haben. Aber schon kurz nachdem die ersten Testgeräte an die US-Journalisten ausgegeben wurden, gibt es erste Berichte über defekte Bildschirme. Seit Mittwochabend gibt es immer wieder Meldungen auf Twitter von Testern, die von defekten Testgeräten berichten. Und immer wieder geht es dabei um das berühmte faltbare Display, auf das Samsung so stolz ist. Und das ist natürlich besonders ärgerlich. Die momentan noch sehr geringe Zahl an betroffenen Testgeräten, das beläuft sich so auf 3 oder 4 Geräte, haben nicht einmal 48 Stunden durchgehalten. Und da treten dann Defekte auf wie eine flackernde Displayhälfte oder ein Scharnier, das sich durch das Display durchdrückt, oder eben auch Leute, die die Schutzfolie abgezogen haben und wo dann das Display komplett den Geist aufgegeben hat. Übrigens war dabei niemals ein Warnhinweis von Samsung auf irgendeiner Verpackung, dass man die Schutzfolie nicht abziehen sollte. Aber es lässt sich hier halt kein einheitliches Krankheitsbild von diesen Smartphones festmachen, so wie es ja damals bei dem explodierenden Galaxy Note 7 der Fall war. In allen Fällen ersetzt Samsung die defekten Geräte durch neue, und man will in Zukunft auch sicherstellen, dass die Notwendigkeit dieser Schutzfolie auch deutlich an die Kunden weitergegeben wird. Und die Moral von der Geschichte: Erster zu sein, lohnt sich nicht. Danke dir, Vera. Ich glaube, du hast auf jeden Fall recht, denn ich bin froh, diesmal kein Early Bird zu sein und darauf verzichtet zu haben, mir das Fold zu kaufen. Denn das, was ich da sehe, das macht mir echt ein bisschen Angst. Danke für deinen Beitrag auf jeden Fall. Machen wir weiter mit der nächsten News. Bevor wir aber zu der kommen, denn es wäre die letzte News, herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, vergesst nicht, zu Vera rüber zu gehen. Ich habe den Kanal auf jeden Fall auch verlinkt. Und jetzt gibt es noch Neuigkeiten über den Messenger von BlackBerry. BlackBerry, was ist denn das noch gewesen? Die meisten von euch werden sich an den BlackBerry Messenger wahrscheinlich gar nicht erinnern. Ich selber habe ihn tatsächlich in der Anfangszeit noch vor dem Smartphone benutzt. BlackBerry hat damals dafür garantiert, dass alles, was über diesen Messenger geschrieben wird, dass das auch wirklich sicher ist. Also es gab eine End-zu-End-Verschlüsselung, und noch bevor überhaupt WhatsApp damit angefangen hat. Und das wurde halt gerne sogar von Firmen benutzt. BlackBerry war sogar im Weißen Haus. Der Präsident hat mit BlackBerry geschrieben, weil es halt besonders sicher war. Aber irgendwann hat halt Apple und auch Android nachgelegt und hat auch super sichere Verschlüsselungen benutzt, und da wurde das Ganze halt obsolet. Lebe wohl, lieber BlackBerry Messenger, ich habe wirklich nette Erinnerungen an dich, aber irgendwann muss mal Schluss sein, und ihr seht, nichts ist für die Ewigkeit.
Danke Sven, dass ich Teil deiner Nerd News sein durfte. Und falls ihr Lust auf mehr News habt, ich habe auch ein News-Format auf meinem Kanal verbloggt, also schaut doch da gerne mal vorbei. Ich danke dir, Vera, dass du mitgemacht hast. War schön, dich in meinem Video zu haben. Stay smart und bis zum nächsten Mal. Möchte. Ich bin großer Fan von dieser Idee und jetzt sind sie auf dem Markt und gerade das Samsung Galaxy Fold. Ich habe ja schon in mehreren News. Gott, mir ist irgendwas umgefallen und ich war völlig irritiert. Mein Gott. Ich habe mich mega erschrocken, dass hier plötzlich hinter dem Vorhang irgendwas. Aber es war irgendwie nur eine Rolle oder so. Die ist hier umgefallen. Die steht normalerweise hinter meinem Schrank. Mein Gott, spooky. Bestimmt ein Roboterhund.